Was geht ab, meine Z-Fighter Ozer hier? Und ich weiß nicht, wie euer Morgen war, aber meiner war geil. Denn, wir hatten recht. Für das japanische Dokkan-Battle kommt ein neuer Vegeta. Wir haben es aus den neuesten V-Jump-Leaks, aus den neuesten V-Jump-Scans. Dementsprechend wissen wir nicht viel, aber das, was wir wissen, wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Es wird ein neuer Vegeta kommen, wie ihr hier es seht. Für das japanische Dokkan-Battle. Und zwar, schon mal aus vorweg, hier rechts ist ein Fusion Zamasu. Für Fighters werden Fusion Zamasu und Vegito Blue die nächsten DLC-Charaktere. Und wir haben hier unten die Familien-Kamehameha-Gang. Super Saiyan Goten, Gohan und Goku. Diese ganzen Karten werden hier Extreme Z-Awaken bekommen, ihr Extreme Z-Battle. Ich finde das ganz, ganz gut, dass sie nicht nur die alten Leader nehmen, sondern auch ältere Units, die man jetzt Extreme Z-Awaken kann. Und ich würde es auch wirklich cool finden, wenn das Extreme Z-Battle immer fast immer online ist, ja. Immer wenn ein Extreme Z-Battle aufgeht, sollte ein neuer kommen, denn das ist nochmal eine quasi... Also das ist wirklich geil, das Extreme Z-Battle, wenn man da nochmal was nebenbei... Nebenbei nicht, aber wenn man da nochmal mehr hat zu tun in Dokkan Battle, sage ich mal. Anyways, Super Saiyan Vegeta Blue. Und ich sage bewusst Super Saiyan Vegeta Blue, beziehungsweise Super Saiyan God Super Saiyan, denn die Karte selbst wird als Super Saiyan Blue droppen. Oben rechts ist sein Art, wie er aussehen wird als SSR, wenn er droppt. Wir brauchen dann 77 neue Medaillen von seinem neuen Dokkan-Event, wenn er, beziehungsweise dann wird er zum UR. Und durch die Transformationsmechanik in seiner Passive, wir wissen noch nicht, wie die Bedingungen sind, wird er zu Super Saiyan God, Super Saiyan Evolution Vegeta oder Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Und oh mein Gott, schaut euch dieses Artwork an. Das ist die legendäre Vegeta-Pose. Ah, ich brauche diese Karte. Wann kommt sie denn, um es außen vorweg zu sagen, beziehungsweise, ja, um es direkt zu sagen. Es steht dran in den V-Jump Leaks, dass es im letzten Drittel von April sein wird, also zur Golden Week nächste Woche oder in den nächsten zwei Wochen. Auf jeden Fall steht ihr dran in den V-Jump Leaks letzten Drittel von April. Heißt, nächste Woche rechnet man damit oder im Prinzip dann alles spätestens in den nächsten zwei Wochen, Ende April, wenn ich das so sagen darf. Was steht hier dran, was wissen wir hier? Er ist ein Super Agility Unit, oh mein Gott. Agility Main, wie ich es wollte, wie ich es gesagt habe, kommt er tatsächlich als Super Agility Unit. Aber zu Golden Week war es oft so, dass Dual Dokkan Fest kam, also Dual Summons kam. Und ich hoffe, da kommt noch irgendwas anderes. Wenn nicht, wisst ihr auf jeden Fall, dass Dokkan Festival in Japan das nächste ist. Auf jeden Fall mit dem neuen Super Saiyan Vegeta Blue Evolution. Ja, an den Namen müssen wir uns gewöhnen. Aber das ist sein offizieller Name, by the way, Super Saiyan Blue Evolution. Wenn er sich transformiert, davor bleibt er Super Saiyan Blue Vegeta. Und mal gucken, vielleicht kommt da noch was zum Dual Dokkan Fest. Wir haben bis jetzt nur die Vorjump-Scans zu Vegeta selbst. Wie gesagt, ich würde es cool finden, wenn Toppo dazu kommt. Weil in Golden Week war es bis jetzt so, dass dann Dual Fest kam. Letztes Jahr war das Gogeta Int und Janemba STR. Anyways, ja, wie gesagt, hier steht da noch dran, wenn die Bedingungen betroffen werden, beziehungsweise zustimmen, sich erfüllen, ihr merkt, es ist früh am Morgen, dann wird er zu Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Sein Max-Level ist 120, TOR heißt, er ist kein LR an der Stelle. Und genau, das wird wie die Mechanik sein von Ui, Goku, von Thales etc. etc. Diese Mechanik ist gerade Trend im japanischen Dokkan Battle. Ich finde das geil, wie findet ihr es? Wir bekommen einen neuen Vegeta S, Agility Main. Und durch seine Transformationsmechanik, die wir noch nicht kennen, wird er zu Super Saiyan God Evolution, Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. An der Stelle aber... Was denkt ihr, was er für ein Kategorie-Leader ist? Es wird der erste Kategorie-Leader sein von Vegeta. Bitte. Irgendwas, was mit Saiyajin zu tun hat, ja? Weil im Turnier war er einfach... Er war einfach Saiyajin-like und hat die ganze Zeit seinem Volk quasi die Ehre erteilt, dort zu kämpfen, für sie zu kämpfen, sie zu retten. Ich würde es passen, auch wenn die Saiyan-Kategorie wirklich immens groß wäre, aber man kann es ja noch eindämpfen. Irgendwie mit Saiyan Pride, wie sein Linksheel etc. etc. Mir fällt da spontan in der Früh nicht viel mehr dazu ein. Deswegen frage ich euch, was denkt ihr, wird sein Kategorie-Leader-Skill? Lasst mich in den Kommentaren wissen, was haltet ihr selbst von der Karte? Ich bin mehr als, oh mein Gott, bereit für diese Karte. Vor allem, wenn sie in Global droppt. An der Stelle wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.